So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Guck mal, sieht aus, als würde ich vom Niklaus Häuschen stehen. Nein, wir sind jetzt hier beim Arzt, beim Italiener, beim Schloss, beim alles. Gestern Abend habe ich ein Video aufgenommen für die Eierlei-Zugang-Forschung bzw. das Eierlei-Zugang-Ticket, wo ihr für 6 Euro einen Kaumalat bekommen könnt. Aus einer Quest. Dennis, heißt glaube ich Dennis, nennt sich auf jeden Fall Gelber Deadpool, hat mir gestern Abend direkt dieses Ticket gegiftet. Grüße gehen raus an Gelber Deadpool, deswegen habe ich meinen Buddy auch direkt Gelber Deadpool genannt. Hat halt nicht ganz hingepasst, hier steht nur Gelber Deadpool. Und dadurch habe ich jetzt diese Forschung bekommen, Eierlei Zugang Dezember 1 von 4. Ihr kriegt nur eine Forschung, aber habt den ganzen Monat dafür Zeit. Anders als bei dem Oktober-Ticket, wo ihr für die 5 Dollar oder 6 Euro jeden Donnerstag eine neue Forschung gekriegt habt. Wir müssen jetzt 30 Pokémon fangen, 15 verschiedene Arten von Pokémon fangen, 20 Pokémon verschicken, dann kriegen wir ein bisschen EP. Das werden wir nebenbei versuchen zu lösen. Als noch Bonus ist aber dabei, dass man für den ersten Dreh des ersten Pokestops des Tages einen gratis Brüter bekommt. Das wollen wir mal ausprobieren. Wir drücken hier drauf und sehen da schon eine Brutmaschine, die einmalig nutzbar ist. Normal, wenn ich in die Stadt fahre, lasse ich immer das Gotcha laufen und das fängt dann immer alles weg und dreht. Ich muss jetzt bis 10 warten, bevor ich hier überhaupt was drehen kann, damit ich diesen gratis Brüter kriege. Und müsste eigentlich jetzt 30 Tage lang jeden Tag einen Brüter bekommen. Also danke, Gelber Deadpool, für die 30 Brutmaschinen bzw. 31 Brutmaschinen. Und ich werde natürlich diese Forschung hier machen, weil du mir das Ticket geschenkt hast. Let's go. Achso, wir können ja auch mal was fangen und zwar... Wenn ich in die Nearby-Liste gucke, in der Nearby-Liste ist überall Schatten. Das heißt, das habe ich alles noch nicht. Wir fangen jetzt einfach mal irgendwas, wo ich denke, dass ich das noch nicht habe. Wie dieses Krebskorps. Kann ich mich nicht erinnern, dass ich da schon eins hätte. Wir fangen das jetzt. Ne? Das ist ja jetzt erstmal easy. Das sind ja wahrscheinlich sowieso alles leichte Aufgaben. Hoffentlich ist nichts dabei mit Brüde 100 Eier in dem Monat. Und dafür hast du ja die 30 Brutmaschinen. Ist nicht mal neu gewesen. Wir suchen uns was Neues. Und dann werden wir ein bisschen fangen. Jetzt kann ich meinen Gotcha anmachen. Wir müssen nämlich jetzt zum Einkaufen fahren und vielleicht kann ich da noch ein paar Sachen reinschneiden. So, mein Plan ging perfekt auf. Bin jetzt beim Rewe angekommen, habe das Gotcha laufen lassen und die zwei ersten Aufgaben sind fertig. Wir müssen nur noch Pokémon verschicken, damit wir das erste Kapitel abgeschlossen haben. Der Nachteil an Gummischuhen möchte ich euch auch mal sagen. Dadurch, dass da Löcher drin sind, werden jedes Mal die Strümpfe nass. Aber guckt euch doch mal diese schöne Aussicht an. Oder auch nicht. Eigentlich sieht es richtig hässlich aus. Wir sind jetzt hier auf dem Parkdeck. Da ist ein Bahngleis. Da hinten ist ein verschneiter Wald. Der sieht so richtig gut aus. Aber auf der Kamera wirkt alles irgendwie düster und bedrohlich. Wir stellen euch jetzt mal hier oben ab. Das ist nämlich gut bei Pokémon Go, wenn man einfach überall sein Auto mitnimmt. Dann hat man immer eine Stelle, wo man die Kamera draufstellen kann. Und guckt euch mal in der Umgebung an, was da alles spawnt. Da ist ein wildes Hornweisel. Da ist Ordoch, da ist Bronzong, die Weiterentwicklung. Eben habe ich auch gesehen, dass Quartermech wild spawnt, das gab es bisher auch noch nicht. Wild Quartermech spawnt wild. Klick hat wild in der Gegend rumgesessen. Ich habe noch keinen Klick-Pokédex-Eintrag gehabt. Ich habe schon überlegt, dass ich vielleicht mit den ganzen Pässen irgendwann mal anfange, diverse Raids zu machen, 1er und 3er. Damit ich eben auch diese eine Medaille pushen kann. Da wollte ich schon einen Click-Raid machen. Jetzt habe ich Click, aber kann ich wild fangen? Also lohnt es sich dann überhaupt noch, Click-Raids zu machen? Eigentlich nicht. Wir gehen jetzt mal hier drauf. Haben jetzt hier 2500 EP, die wir jeweils abholen können. Verschicke 20 Pokémon ist die Aufgabe. Wir können ja ganz kurz mal hier auf 4 Sternchen drücken, um zu schauen, ob es neues 100er gab. Eigentlich möchte ich ohne IV spielen. Trotzdem kann man ja nachprüfen, was dabei ist. Dann kann man nämlich irgendwann was verschicken. Und dann freuen sich alle. Jetzt markieren wir hier 20 Pokémon, einfach die ersten 20, die wir haben. Hallo! Das Grillmark möchte nicht, es möchte noch ein bisschen bleiben. Schmeiß mal den Rest einfach weg, holen das ab, haben dann die erste Seite abgeschlossen. Danke an Gelber Deadpool, sind auf der zweiten Seite. Verwende 25 Bären. Beim Fangen von Pokémon. Das kann das Gotcha nicht. Das musst du per Hand machen. Schicke 5 Geschenke an Freunde. Brüte 3 Eier aus. Ich werde jetzt hier fix... Ne, das mit den Geschenken mache ich auch später. 3 Eier ausbrüten. Eben während der Fahrt ist eins aufgegangen. Ihr seht, hier sind auch noch ein paar drin. Und das
Fünfer habe ich reingelegt nochmal, nicht während der Fahrt natürlich. Und ja, da müssen drei dabei sein. Also ein bisschen zocken, mal gucken, wie lange ich brauche, dass ich das vielleicht am Samstag hochladen kann, damit ich Freitag den Community Raid habe, Samstag dieses Video, je nachdem wie schwer die Aufgaben sind. Und Sonntag ist ja dann sowieso Raid Day, da wird es da Ausbeute geben. Nochmal danke an Gelber Deadpool. So, wir wollen jetzt eigentlich gerade den Community Raid machen mit Regiram beim Marsstall. Keine Ahnung, wie das heißt. Das ist das Gebäude hier hinter mir. Das sieht auch aus wie ein Stall. Das ist wahrscheinlich früher mal was gewesen. Da drüben ist nämlich noch so Platz für einen Misthaufen. Und das sieht eigentlich richtig cool aus. Das seht ihr aber in dem Raid-Video vom Community Raid nochmal genauer. Was wir ja immer machen, wenn wir dann fortziehen, den Community Raid machen wollen, wir erstellen ein Team. Jetzt haben wir ja auch eine Teamaufgabe drin. Mit 25 guten Würfen, die wir machen sollen. Jetzt saß hier nichts mehr rum, weil das Gotcha schon alles weggefangen hat. Aber ich habe mir gedacht, ich werde zwischendurch, da ich ja für unsere Forschung auch diese 25 Bären machen muss, einfach mal hier in meinen Queststapel gehen. Da habe ich nämlich Pokémon drin. Dann kann ich jetzt hier immer eine Beere füttern. Ja, jetzt geht es natürlich nach links. Dann kann ich auf jeden Fall für die eine Aufgabe das mit den Bären erledigen. Für die andere Aufgabe, dass wir den Pokémon erledigen, also für die Teamforschung, dass es beides irgendwie gleichzeitig fertig wird. Wir müssen nur warten, bis er wieder rüberkommt. Ja, das war perfekt. Alter, was ist denn los hier? Was ist das? So, ich drücke jetzt nochmal drauf. Ich schieb mal hin. Da war eine Beere drin. Da war der Wurf auch dabei. Hier ist ein Molimorba. Jetzt schmeißen wir das nochmal hier hin. Werfen das drauf. Das sieht gut aus. So kann man das alles machen. Hinter mir wird gerade eingeparkt. Mal gucken, was ich noch gesehen habe. Wir müssen ja neben den 25 Bären 5 Geschenke verschicken, aber auch Eier ausbrüten. Ein Ei ist jetzt schon ausgebrütet. Da kann ich euch mal zeigen, was da drin war. Da müssen wir nur mal kurz hier drauf drücken. Und wenn ihr auf ausgebrütet gehen, seht ihr einfach ein Shiny Pampam. Das ging leider während der Fahrt auf dem anderen Handy, deswegen konnte ich das nicht aufnehmen. Das Gotcha läuft halt nebenbei immer mit, das passt. Das ist ein Pampam, IVs sind schlecht, aber trotzdem ein Shiny Pampam auf dem Free-to-Play Habanero-Account. So, ich bereite mich auf den Raid vor. Ich bereite mich auf den Raid vor, ich fange noch ein bisschen was weg und wenn die Eier fertig sind und die Bären verfüttert sind, dann sind wir mit dem Kapitel auch fertig. So, da bin ich zurück. In einer geheimen Location. Guck doch mal, wie das aussieht, ey. Was ist das? Wo bin ich? In der geheimen Betthöhle. Nein. Hier sitzt ein Botogel. Jetzt schon. Na gut, es ist ja auch schon Dezember. Das brauche ich aber wahrscheinlich nicht. Was ich brauche ist, ich muss mal kurz gucken. Ich habe jetzt 3 Eier gebrütet. Ich habe jetzt die Bären verwendet. Ich muss noch 5 Geschenke an Freunde schicken. Ich habe heute wirklich noch gar nichts verschickt. Ich gebe da immer Interaktionsfähig ein und schenkbar, wenn man es richtig schreibt. So, dann gehe ich immer auf Freundschaftslevel sortiert vom geringsten zum höchsten. Ich mache immer bei den Kleinen, die frisch und neu drin sind, die gar kein Geschenk haben und auch noch nicht interagiert haben durch einen Raid oder durch sonst was, die kriegen ein Geschenk von mir, sodass ich versuche 100 Geschenke zu verteilen. Und wenn ich fertig bin mit den Geschenke verteilen, an dem Tag versuche ich dann immer die oberen zu öffnen. Also die, die am weitesten sind, die werden von mir geöffnet. Und die, die am wenigsten sind, denen schicke ich was, dass die öffnen können. Das hat alles Sinn, das ist alles mit Verstand. Wir haben jetzt hier mal einfach 5 Stück geschickt, ne? An Strichcode vor allem. Wenn ihr da dabei seid, schreibt es mir in die Kommentare. Jetzt kann ich nämlich alle 3 Staubboni abholen, beziehungsweise den 4. auch noch. Hier sind nämlich nochmal 2500 drin. Verdiene 25 Herzen mit deinem Kumpel. Öffne 5 Geschenke. Fange 20 Pokémon vom Typ Pflanze oder Eis. Ich glaube, das Öffnen, das können wir jetzt noch mitmachen. Und zwar, wenn ich natürlich dasselbe wieder eingebe. Ich weiß nicht, bei Android ist das irgendwie viel besser. Da schreibst du das einmal und das merkt sich das. Und wenn du es wieder schreiben willst, schlägt es schon vor. In der Aktionsfähig und schenkbar.
Jetzt gehe ich anders sortiert ran, die am weitesten sind. Ich habe heute schon meinen Raid gemacht, das heißt, durch einen Raid wird nicht mehr interagiert. Die haben auch kein Geschenk. Würde also auch nicht funktionieren, dass ich jetzt den Benny öffne und in 3 Stunden öffnet er selber, weil er hat ja kein Geschenk. Ich öffne jetzt also den Benny. Wir öffnen den Cumulus. Wir machen die ersten 5 einfach. Da seht ihr auch mal, wer am weitesten ist hier. Lennart ist noch am Start. Genau, Grüße gehen raus. Ja, Mr. Nobody nicht, mit dem interagiere ich immer so. Eiver Schaf, das ist Hannes. Den können wir noch öffnen. Henry Niki habe ich kein Geschenk. Ichtodomo kein Geschenk. Netghost kein Geschenk. Aquana Girl. Yuffing ist von mir. Fetty von mir. Betty. Betty ist die Nummer 5. Hat es noch reingeschafft. Bei Geschenke. Wollen wir das schon abholen? Nö. Das heißt, das dauert doch ein bisschen länger alles. Werde ich also nicht bis zum Samstag schaffen. Mache ich dann, wenn es soweit ist, mache ich dann fertig. 20 Pflanzen oder Eis-Pokémon nehmen wir mit. 25 Herzen mit dem Kumpel. Ich muss gerade sowieso mit dem Eboli laufen. Eins, was ich tagsüber entwickle, eins, was ich nachts entwickle. Und ja, aber eigentlich will ich bei Eboli keine Knurrs befüttern und das irgendwie dann eher Dragoran. Das heißt, wenn ich das eine fertig habe, mache ich das andere und ist alles durcheinander. Ihr würdet einfach irgendwas machen wahrscheinlich. Ich muss immer alles irgendwie durchstrukturieren. Sitzt hier eine Pflanze? Ja, hier sitzt ein Baumball zum Beispiel mit Wetterbrust. Da können wir ja mal einen Ball drauf werfen. Daneben saß auch noch ein Bisasam, aber Bisasam ist ausgelutscht. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt können wir eigentlich schon wieder weiterlaufen, denn wir müssen eigentlich Eis-Pokémon fangen, Pflanzen-Pokémon fangen und das mit dem Buddy irgendwie hinkriegen. Ich habe die ganze Zeit das Ignivore drin. Das Ignivore, das ist schon lange Best Buddy. Ich müsste mir mal ein zweites suchen, was ich dann auch zu Best Buddy mache. Vielleicht das 100er Dragoran mit dem Kostüm, weil das ist irgendwie cool. Guckt euch mal die schöne Farbe an von dem Handy, das ist gelb. So, mittlerweile hat uns die Forschung vom gelber Deadpool nach Suhl geführt. Wir wollten nämlich eigentlich auf dem Weihnachtsmarkt mal einen Backfisch essen. Vielleicht wollte ich mir auch mal gebrannte Mandeln mitnehmen, weil die vom Hannes mit Timbeer, die er Pupsi geschenkt hat, die sie nicht gegessen hat, haben mir sehr gut geschmeckt. Hinter mir seht ihr, guckt mal da hoch, diese schöne Kirche. Das sieht auf jeden Fall richtig herrlich aus. Davor ist ein Brunnen. Da haben wir auch schon mal ein Musikvideo gedreht. Wenn ich mich dran erinnern tue, beim Schneiden kann ich es ja mal einblenden. Wenn du nur ein Gedanke, im Geiste eine Schranke. Ich werf dich von der Planke und schau so wie du fällst. Ein Fels in der Brandung ist das Beste, was es gibt. Darum lehn dich zurück und chill auf diesem Beat. Ansonsten wollen wir jetzt kurz die restlichen Aufgaben hier vom 3. Kapitel abholen. Wir mussten ja hier Bonbons verdienen mit dem Buddy. Da gab's EP, hier gab's EP, da gab's EP. Da gibt's nochmal EP. Ich weiß nicht, ob auf der letzten Seite nur Belohnungen sind. Nee, das sind immer vollwertige Aufgaben. Lande 30 Curveball-Würfe, erkunde 5 Kilometer und entwickle 10 Pokémon. Und dann erscheint Kaumalat für 6 Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Ich werde jetzt meinen Gotcha anmachen. Werde hier ein bisschen rumlaufen, ein paar Pokémon fangen lassen, dann habe ich sicherlich was zum Entwickeln, aber dass man den Curve bellen, muss man ja per Hand machen. Das macht ja nicht das Gotcha. So, wir ziehen weiter. Pupsi ist nämlich schon fort. So, Pupsi hat sich jetzt erstmal einen Backfisch geholt. Den werden wir uns nachher auch noch holen. Wir wollen uns aber erstmal umgucken. Und nebenbei immer Gotcha. Gotcha ist das Beste. Und esst mehr Backfisch. So, während die zwei Damen sich den Backfisch reingieren, ich habe ein Geschäft entdeckt, da steht einfach Samyang drin. Guck dir das mal an. Hier sieht man schon die Cheese, die Carbonara, die Too Spicy. Ich weiß, das wird ein orientalischer Laden sein, da sind sogar Cups und alles. Vielleicht kann ich ja mal kurz reingucken und mal abfilmen, was sie so haben. Hier steht auf jeden Fall alles voll mit Samyang, auch in 5er-Pack Cheese, was meine absolute Lieblingssorte ist. Hier vieles mit Carbonara. Hier kostet die Packung 2,49 €, die Einzelpackung. Dann habt ihr das bis hier rüber mit Cups für 3,49 € und hier nochmal eine ganze Auslage vom Fenster, wo ihr auch nochmal Einzelpackungen habt oder große. Auch die hier mit Kartoffeln, ne? Die Potato-Rahmen, auch die. Also wenn ihr mal in Suhl seid, checkt's mal ab, direkt am Markt gibt es hier so einen Laden mit Samyang-Nudeln. Perfekt. So, da haben wir jetzt die nächste Hütte gefunden und hier gibt's Chili-Bratwurst. Steht hier Chili-Bratwurst für 4,50 €. Und so sieht die dann aus. Mal gucken, ob es auch schmeckt, ne? Hallo.
und hat ein rotes Innenleben. Du merkst auch Schärfe und die ist auch richtig schön fleischig. Also zum Glück ist da nichts weiter drauf. Also kein Ketchup, kein Senf. Weil die schmeckt so einfach richtig genial. So, Pupsi hat auch gerade probiert. Der hat so gut geschmeckt. Jetzt gleich noch eine eigene geholt. Eine Chili-Bratwurst mit Pudding. Ja, warte, ich gebe dir noch einen. Ach verdammt, jetzt hatte ich mir den weggenommen. Hallo Thomas! Jonas verpasst wieder alles. Der liegt nämlich die ganze Zeit da und schläft. Aber dann wollen wir uns noch gebrannte Mandeln holen und dann müssen wir aber irgendwie die Forschung auch mal abschließen. Aber jetzt beiß ich erstmal hier rein. Mmh. Suhl hat den besten Backfisch. So, da sind jetzt noch die gebrannten Mandeln. Jonas ist aufgewacht. Wir wollen jetzt mal hier in die Tüte reingucken. Die kriege ich bestimmt nie wieder zu. So sieht das aus. Und wie es schmeckt. Das finden wir jetzt raus. Perfekt. Jetzt aber Forschung abholen. So, es ist der nächste Tag und endlich kann ich auch meine Belohnungen abholen. Guckt euch doch mal. Alles ist verschneit. Alles ist zu. Da war mal ein Grillplatz, ne? Jetzt hat sich's ausgegrillt. Das sieht richtig nice aus. Natürlich wieder mit kurzer Hose und Gummischuhen. Auch im Winter. Bist ja eh nur eine Minute vors Haus gelaufen. Das passt schon. Ja, jetzt gucken wir mal hier rein. Denn wir können ja 5000 Staub abholen. Nochmal, 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 nochmal und noch ein Kaumalat. Kaumalat am Start mit 442 WP. So, das sitzt jetzt irgendwo. Hier. Das sitzt jetzt hier im Schnee, das lassen wir da mal sitzen, drehen uns mal rum, werfen jetzt mal einen Ball drauf, aber das möchte ich eigentlich mit gelber Beere fangen. Also mal so rumdrehen, dass mir nicht die Leute drauf haben. So, großartiger Wurf, vielleicht ist das ja ein gutes, aber ist auch eigentlich egal. Ich glaube, meine 6er Armee Knackrack steht schon, die halt jetzt nicht alle Erdkräfte haben, aber ja, keine Ahnung, es ist eh schlecht. Eines der schlechtesten, die man haben kann, das verschicke ich direkt. Und jetzt ist diese Aufgabe fertig. Ich habe immer noch die Boni, aber vom Eierlei-Zugang die ganze Zeit. Was heißt, wir müssten auch für jeden ersten Stopp hier wieder eine Brutmaschine kriegen. Oder gar nichts. Doch jetzt, guck, eine Brutmaschine. Dankeschön an Gelber Deadpool für dieses Ticket, für die Boni, dass ich mehr Geschenke öffnen kann. Ich kann 50 Geschenke jeden Tag öffnen, 150 verschicken, dreifach EP, dreifach EP, hä? Staub, also fürs Fangen, fürs Drehen, fürs, aber nur das erste Ding immer am jeweiligen Tag, eine Brutmaschine und oh, die Brutmaschinen sind schon cool und die Forschung, hat man auch gemacht, macht Spaß, wunderbar. Ich weiß leider immer noch nicht, wer mir das Hisui Admurai Raid Day Ticket geschenkt hat. Das wurde gar nicht angezeigt. Ich habe es nur plötzlich im Beutel gehabt und konnte es nicht kaufen. Bitte melde dich. Wir suchen ein neues Zuhause. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, denn mein Buddy braucht einen neuen Namen. Gelber Deadpool ist fertig. Der Raid Day Admurai Hisui, der muss einen Namen kriegen. Ciao.